Hallo, liebe Deutschlernende. Heute möchte ich mit euch über drei Wörter sprechen, die alle sehr ähnlich klingen, aber etwas anderes bedeuten. Und das sind die Wörter Höhle, Hölle und Hülle. Ja, Höhle, Hölle, Hülle. Was ist eine Höhle? Eine Höhle ist ein Loch in einem Berg, ja. Eine Höhle ist etwas, wo man reingehen kann, ja. Du hast einen Berg oder du hast einen großen Stein und in diesem Stein ist ein Loch und dort kannst du reingehen, ja. Du kannst praktisch dort wohnen sogar, ja. Eine Höhle ist meistens groß genug, dass man da auch wohnen kann, ja. Aber nur Einsiedler wohnen dort, nur Leute, die sich sehr isolieren, wohnen in einer Höhle. Steinzeitmenschen wohnten wahrscheinlich in Höhlen, ja. Das ist eine Höhle. H-Ö-H-L-E. Höhle. Dadurch, dass ein H nach dem Ö ist, wird das Ö lang ausgesprochen, ja? Höhle. Das andere ist die Hölle, ja? Hölle. Das Ö wird kurz ausgesprochen, weil danach zwei Konsonanten folgen, also ein Doppelkonsonant folgt, ja? Zwei L, H, Ö, L, L, E und weil zwei L auf das Ö folgen, wird das Ö kurz ausgesprochen. Hölle, ja? Hölle, Hölle, Hölle. So ist der Refrain eines Lieds, ja? Hölle ist der Ort, wohin man kommt, wenn man Böses getan hat. Ja, wenn man Gutes tut, kommt man in den Himmel, laut den Christen. Und wenn man Böses getan hat, kommt man in die Hölle, zum Teufel. Ja, das ist die Hölle. Und das dritte Wort ist Hülle. Und was ist eine Hülle? Eine Hülle ist eine Verpackung. Ja? Wenn ich etwas umhülle, heißt das, dass ich etwas um diesen Gegenstand tue. Ja? Ich packe zum Beispiel etwas in Alufolie ein, dann habe ich eine Hülle für dieses Objekt. Ja? Es gibt auch eine Redewendung, die alle Hüllen fallen lassen. Ja, alle Hüllen fallen lassen. Ja, meine Kleidung ist im gewissen Sinne auch meine Hülle. Ja, ich umhülle mich mit meiner Kleidung. Wenn ich meine Hüllen fallen lasse, dann mache ich mich nackig. Ja, das ist eine deutsche Redewendung. Alle Hüllen fallen lassen. Ja, und Hülle wird auch kurz ausgesprochen. Ja? Zwei Konsonanten, zwei L, ja? Hülle, H-Ü-L-L-E, zwei L, also wird das Ü kurz ausgesprochen. Ja? Hülle. Und damit haben wir Höhle mit H, ja? H nach dem Ö, ja? Deswegen Höhle, Hölle, Doppel-L, Hülle, Doppel-L und das sind die drei Wörter. Und es sind ganz verschiedene Wörter, aber sie klingen ein bisschen ähnlich. Okay? Ich hoffe, du hast etwas gelernt und wir sehen uns morgen. Tschüss!